Jo Leute, wir sind wieder zurück mit Age of Pirates, nachdem wir letzte Folge in der City hier waren und unser Business gemacht haben und den guten Thomas Modiford verhaftet haben. Sollten wir eigentlich in der Lage sein, zurückzugehen, allerdings, also in die Stadt zu gehen und ja, da unser Business zu machen, so wie es halt normalerweise so ist als Engländer. Allerdings funktioniert das leider nicht, wie ihr seht. Wir werden beschossen. Die tun so, als ob wir ein Staatsfeind von England sind. Ich habe mal ins, ja, in so die, auf die Website geschaut, auf der ich ganz gerne mal nachschaue, falls irgendwas mit der Quest nicht stimmt oder so. Oh Gott, das hätte ich vielleicht nicht mal gesagt. Aus Routine erstmal zurückgeschossen. Und da steht, dass man auf die World Map gehen soll, dann kann man zurückgehen und alles ist gut. Ich hoffe mal, dass das jetzt wirklich so ist und dass jetzt, dass ich da jetzt auf die Kanonen geschossen habe, jetzt kein Problem ist. Muss ich mal schauen, habe ich jetzt wirklich, ich habe einige getroffen, ne? Da hat schon echt ein bisschen was geraucht. Alter, auf jeden Fall. Erstmal eigene Siedlung angreifen. So. Okay. Okay, wir können noch nicht weg. Weil die... Was? Out of balls. Okay, ich habe keine Kanonen. Out of balls, lul. Ihr sollt einfach nur wegfahren, Alter. So. Jetzt ist meine Hoffnung, dass wir wieder zurückkommen. Ohne dass jetzt hier irgendein Schwachsinn passiert. Ich sehe schon die Holländer da hinten und die Piraten und alle. So. Okay, das scheint zu passen. Port Royal. Anlegen. Das ist nicht der Hafen von Port Royal, Leute. Das ist das, wie sagt man auf Deutsch? Der Leuchtturm von Port Royal. Okay. Egal. Jetzt geht's. Wir sind wieder da. Hier scheint uns auch keiner zu hassen. Okay. Ja. Scheint alles zu passen. Das heißt, wir gehen mal eben zur Taverne. Wir müssen unsere Crew wieder ein bisschen auffüllen, glaube ich. Einfach... Weil ihr ja eben schon gesehen habt, der weiße Balken von unserer Crew ist echt wieder low. So. Zum Glück haben die auch mal wieder Menschen, die sie uns verkaufen. Das heißt, wir werden mal eben unsere Crew aufstocken soweit. Von den Leuten kann man nämlich nie genug haben. Nein, ich will... Nein... Mann, Spiel. Oh mein Gott, Spiel. So, danke. Aha. So. Erstmal die ganze Taverne mitnehmen. Zack. Und jetzt noch die letzten 40 Mann auf das Chip. So. Jetzt haben wir wieder einigermaßen Crew. Sollten wir jetzt nochmal eben in den Shop juxen. Wir müssen nochmal wieder Geld machen, Alter. Ich habe gesehen, das eine Schiff hatte keine Medizin mehr. Ihr habt noch 100. Ein bisschen mehr. Ihr habt noch 500. Und ihr habt gar keine mehr. Gib ihm. So. Wer hatte keine Kanonenkugeln? Ihr. Wow. 40 hat er zu verkaufen. Ehre. Okay. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zur Residenz und schauen mal, was da so abgeht. Also hier ist jemand anders. Ah, das ist der Colonel. Thomas Lynch. Also... Wir haben das vorgesetzte Ziel erreicht. Modiford wurde verhaftet und ist im Gefängnis. Die untersuchen jetzt alles, seine Aktivitäten.
während er den Posten als Gouverneur-General von Jamaika innehatte. Er würde sich uns sehr gerne bedanken und würde uns gerne in einem Monat wiedersehen. Really? Wow. Jetzt erstmal wieder einen Monat warten. Und ich hatte die Hoffnung, dass ich in der Folge schon Dings machen kann hier. Na, sag schon. Alter. Dings, dass ich die Quest quasi abschließen kann. Naja. So, dann reparieren wir mal eben unsere Schiffchen. Zack. Weil die sind vom Vorjahr wieder mal ein bisschen beschädigt worden hier. Zack. Zack. Und ja, was können wir jetzt noch machen? Wir können mal eben ins Logbuch schauen. Bounty Hunters. Okay. Keine Ahnung, was mit der Quest hier ist. Ah, die Quest hier. Da kann man so eine irgendwie doppelläufige Waffe kriegen. Das ist die Frage. Ich muss einen Piraten darüber fragen. Ja, jetzt ist die Frage, ob wir den Piraten, ob wir da hinfahren und hier, wie heißt es, Bermuda? Nach Bermuda fahren und mal mit einem Piraten sprechen, ob der da mehr weiß. Oder ob wir schon generell anfangen, mit dem Piraten zu sprechen. Das Problem ist bloß, dass ich mir ein bisschen... Weil, wer bist du? Du hast einen... Okay, nee, ist einfach nur ein random NPC. Dann ist halt die Frage, wenn wir jetzt schon die Piratenquest anfangen... Hat der damals out of balls. So hilarious. Warte mal, es gab doch irgendeinen Hotkey, wo man Dings machen konnte. Wo man den Schiffen sagen konnte, was sie laden sollen. Ah ja, oder so. Rotterdam, du lädst mal Bomben. So. Naja, wir können es ja so machen. Wir warten. Ich versuche jetzt hier mal ein bisschen was zu machen. Und dann sehen wir uns in-game gleich wieder in einem Monat. Und dann holen wir uns den Abschluss der Quest ab. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Einen Monat später in der Residenz auf Jamaika. Und ja, wir machen jetzt mal weiter. Wir sind gerade rechtzeitig hier, sagt er. Aha. Alter, wir werden zum Ritter geschlagen. Ja, absolute Ehre. Und wir sind jetzt ein Sir. Ah, Ehre. Und wir kriegen 300.000. Das ist ungefähr so viel, wie wir in einem Monat für unsere Flotte ausgeben müssen. Aber okay. Okay. Gut. Kriegen wir jetzt noch irgendwas? Wir haben jetzt unsere Freiheit im Interesse von England in der Karibik zu agieren. Also, ich verstehe das mal so, dass die... Ja, ja, moin. Okay, sorry, da wurde ich gerade mal random unterbrochen. Sorry dafür. So, ich würde jetzt sagen, da wir jetzt machen können, was wir wollen, so gesehen in der Karibik, fahren wir jetzt nach Bermuda, würde ich sagen, und sorgen dafür, dass die Piratenquest startet. Oder machen wir das in der nächsten Folge? Ich weiß, die Folge ist jetzt ein bisschen kurz so, aber ich denke, das wäre ein ganz nicer Anlass. Oh nein. Okay, die Idioten gehen mir wieder auf die Nerven. Wäre das eigentlich ein ganz nicer Anlass, um dafür zu sorgen, dass wir in der nächsten Folge dann mit der Piratenquest wirklich anfangen und so einen nicen Übergang haben und jetzt hier so mit der England-Quest fertig sind. Ja, trotz der kurzen Folgenlänge jetzt, hoffe ich, hat es euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, falls es so ist. Und ein Abo, falls ihr neu seid. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es dann losgeht, mit der Piratenquest. Mein Gott, sprechen. Bis dann und ciao.